Hi, willkommen beim Anbring-Video für deine Panzerfolie. Damit die Panzerfolie auch hält, was wir versprechen, bitte ich dich, die folgenden Schritte genau nach Anweisung auszuführen. Reinige zuerst das Display deines Laptops mit dem Feuchttuch. Wische anschließend mit dem trockenen Mikrofasertuch alles gründlich nach. Falls noch Staubkörner vorhanden sind, kannst du diese mit dem großen Aufkleber entfernen. Kommen wir zur Anbringung der Panzerfolie. Ziehe hierfür die Trägerfolie exakt so ab, wie ich es dir zeige. Halte die Folie an zwei Seiten und positioniere es auf dem Display. Orientiere dich hierfür an den Kanten und an der Kamera. Hebe eine Ecke der Folie an und knicke diese vollständig, bis die milchige Folie sich trennt. Nimm dir nun den Rakel und positioniere deine Finger genauso wie ich, mit dem Daumen auf der einen und vier Fingern auf der anderen Seite. Platziere den Rakel mit der Stoffkante in der Mitte vom Display. Hebe die milchige Folie mit der freien Hand leicht an. Achte dabei darauf, dass du das Display nicht berührst. Jetzt musst du mit dem Rakel nur noch die umgeknickte Folie mit einem leichten Druck von dir wegschieben. Wiederhole das Ganze mit der anderen Hälfte. Rakel richtig halten und mittig platzieren. Folie abknicken. Milchfolie festhalten. Folie wegschieben. Bevor wir die Schutzschicht abziehen, können wir mit dem Rakel die Folie an allen Ecken und Kanten nachstreichen. Nimm dir jetzt den schmalen Aufkleber und klebe es zur Hälfte an eine Ecke vom Display. Ziehe den Aufkleber leicht vom Display weg, hebe es anschließend langsam an und ziehe die Schutzschicht nah am Display ab. Zum Schluss können wir noch einmal über alle Ecken und Kanten nachwischen. Perfekt. Das war's. Keine Sorge, falls kleine Bläschen oder linienartige Druckstellen entstanden sind. Durch die besondere Materialbeschaffenheit werden diese innerhalb der nächsten 24 Stunden verschwinden und du wirst die Panzerfolie kaum noch wahrnehmen.